rausgegangen warst oder was machst du denn da schon wieder? Ja, spürst du das nicht? Spürst du das, Robert? Das ist ungewohntes Pflaster hier. Ja, langsam spür ich's, ja. Weil, wo befinden wir uns heute? In der Falterbach waren wir doch, oder nicht? Ja, genau, so in etwa. Falterbach, da wo AMG ist, nur weil wir jetzt mit AMG angereist sind, oder? Nein, Leute, wir befinden uns heute bei Audi in Ingolstadt, denn wir holen unser neues Auto ab. Einige Leute haben ja über die letzten Jahre hinweg immer wieder gefragt, wieso gibt es kein Audi in der Sammlung? Aus welchem Grund holst du dir keinen Audi? Ganz ehrlich, Leute, hier seht ihr AMG E63 S Edition 1. Ein mega geiles Auto. Ich bin super happy als Daily. Von daher kommt für mich ein RS6 oder ein RS7 aktuell nicht in Frage. Aber wir holen heute unser zweites Alltagsauto ab und das wird in einer gewissen Art und Weise etwas komplett anderes sein als das hier. Und von daher würde ich sagen, schauen wir rein, weil ich habe das Auto noch nicht gesehen und vor allem so in der Ausstattung habe ich ihn bisher noch nie gesehen. Von daher, yalla, rein geht's. So, dann packen wir es rein. Vorsicht, nicht verletzen, gell? Ich glaube, wir müssen nach links. Schauen wir mal. Ah, den kennen wir doch, den kennen wir doch. Da ist er. Jetzt er. Herzlich willkommen in Ingolstadt. Ja, du, danke dir. So, dann? Alles fit? Alles fit, alles vorbereitet und ich glaube, das ist er. Das sieht doch mal ganz gut aus. Und, ah, geil, Audi Quattro noch daneben. Zweimal Ikone, aber ich würde sagen, legen wir los, auf ja, geht's. Ja, komm, geh mal. Ein echt schönes Ensemble. Ich sage dir gleich ein paar Sachen dazu, aber die beiden zusammen, das sind wirklich einmal die Ikone aus 1980. Und die Ikone der Zukunft, kannst dich echt freuen. Ja, ich bin echt gespannt, wie der jetzt gleich aussehen wird. Wie gesagt, Leute, also Audi RS e-tron GT habe ich ja schon gesehen. Aber hier ist es ja eine spezielle Edition. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt denn live aussehen wird. Weil es gibt ja bisher, ich hab auf Google überall geschaut, es gibt keine Bilder bisher. Ehrlich gesagt waren die 100 Exemplare, die wir gemacht haben, ja, sofort vergriffen. Okay. Deswegen haben wir das wirklich limitiert gehalten. Es ja, gab Bildmaterial, aber natürlich waren die Anfragen viel größer. Ja, das glaube ich. Und jetzt hast du das erste Mal das Ding live und ehrlich gesagt, Bild ist cool, aber das Ding live zu sehen, echt schön. Deswegen dann gehen wir mit den Kollegen mit. Michi, herzlich willkommen bei Audi. Ich darf dich gerne zu deinem neuen RS e-tron GT begleiten. Danke. Dann los geht's. Yalla, rein geht's. So. Vorsicht, Robert. Achtung, gell? Schön langsam. Ich rauf mit der Rolltreppe hinunter. Ich muss schon zugeben, ich bin schon hoch erfreut, dass es endlich ein RS-Modell in deine Sammlung schafft. Ja, lange hat's gedauert, aber jetzt ist endlich soweit. Der erste Audi. Also der erste Audi. Und der erste Elektro. So, und ich glaube, für mich ist es wirklich so, wir haben uns ja öfter darüber unterhalten, das ist eine komplett andere Dimension von Performance. Ja. Ich glaube, eine verdammt coole Dimension. Aber ich glaube, genügend geredet. Schau dir das Ding am besten an. Also ich glaube, jetzt nachdem wir so nah dastehen, eigentlich müssen wir ihn direkt abdecken. Oder sollen wir ihn erst wieder langsam abdecken? Fangen wir mal an mit der Front, oder? Mit der Front. Okay, dann komm, wir machen mal ganz langsam erst. Hey, ohne Scheiß, Leute, ich bin echt gespannt, wie das jetzt halt in live wirken wird, das Ganze. Komm, wir machen mal hier ganz, ganz langsam nur. Oh, schau mal, hier geht's schon los. Erstes Carbon-Element. Alter, das ist krass. Das ist krass. Und die Felge. Okay, ich glaube, dann decken wir ihn komplett ab, oder? Also, auf geht's. So, pass auf. Wie sagt man so schön? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ist das krass. Ja. Also die Farbe ist halt schon brutal. Also Daytona Grau, eine legendäre RS-Farbe, ja, macht sie auch bei dem Fahrzeug wirklich perfekt. Deswegen haben wir die Edition One genau so konzipiert. Die 100 Autos sind alle Daytona Grau außen mit eben Schwarzelementen. Ganz wichtig, das Audi-Gesicht hier mit dem Kühlerschutzgitter in Wagenfarbe. Und du hast, was du nachher sehen würdest, überall passend zum Tuch orangene Akzente. Am Bremssattel außen
und innen werden wir nachher auch noch drauf kommen. Aber für uns wirklich genau die Spezifikation, da kommt der einfach megamäßig. Ja, ich glaube, ich muss das Ganze erstmal hier sacken lassen, weil das sieht echt richtig krass aus. Schaut euch bitte dieses Heck an, leck echt, das ist richtig, richtig heftig. Und dann hier auch wieder der ganze Diffusor unten aus Carbon, richtig, richtig geil. Robert, ich glaube, ich brauche kurz Pause und du haust jetzt erstmal einen Porn raus. Also Leute, Audi RS e-tron GT Edition One. Also ich komme einfach mit dem Design nicht klar. Das steht so brachial, so breit da mit der Lackierung. Und hier bei der Edition One, der Rolf wird uns das jetzt gleich alles nochmal genauer erklären, aber allein schon, wie diese Bremse ins Auge sticht. Und Kennzeichen darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, ET für e-tron. Und ja, also echt heftig, aber den möchte ich jetzt auch mal mir genauer anschauen und ich glaube, da kann uns der Rolf auch noch mal ganz kurz hier ein bisschen was dazu sagen. Naja, du hast im Endeffekt hier das Ensemble der Ikonen. Der hier war eigentlich die Legende der 80er. Der Urquattro, 200 PS am Anfang, 15 in der Längs und ganz ehrlich, den gleichen Move machen wir mit dem Fahrzeug auch wieder. Für uns war das damals wirklich der Aufbruch in ein neues Zeitalter und mit dem Auto natürlich auch, weil RS elektrisch, kannst du dir vorstellen, am Anfang natürlich schon eine Überlegung, was machst du? Ja klar, natürlich, voll. Mit dem Ergebnis, und du bist ja öfter schon gefahren, sind wir mehr als zufrieden. Das Ding, der stärkste RS, den wir jemals gebaut haben. 646 PS, 830 Newtonmeter. Ich habe noch gut deine ersten Clips, wo mancher deiner Jungs doch schon kurz vor dem Schleudertrauma war. Also absoluter wichtiger Move für uns. Die Designsprache, der Marc Lichte, unser Chefdesigner, hat gesagt, es ist das schönste Auto, das ich in meinem Leben gezeichnet habe. Das ist es ja. Weißt du, einerseits das Design, ich finde, er steht einfach noch mal geiler da als ein RS7, wenn du das vergleichst vom Auftreten her. Und andererseits auch die Performance hier ist sowas von ultimativ. Und das ist halt genau jetzt das Interessante für dieses Jahr für mich. Wie verhält sich das Fahrzeug in der Stadt auf längeren Strecken? Wie weit sind jetzt solche Fahrzeuge schon ausgereift? Denn vom Design her brauchen wir nicht reden. Unfassbar geil. Performance, unfassbar. Und da machen wir natürlich jetzt den ultimativen Test. Wie verhält sich das Ganze auf lange Sicht gesehen? Wann muss ich das Auto wieder aufladen? Komme ich von München nach Ingolstadt und wieder zurück mit einer Ladung? Also das ist wirklich interessant. Aber lass uns doch mal jetzt mal auf diese Edition One mal eingehen, damit du mir mal sagst, was sind da jetzt noch so die Highlights? Genau, also wie du schon gesagt hast, ich meine, die Basis ist perfekt. Elektroauto mit tiefem Schwerpunkt. Ja, genau. Du musst sehen, du sitzt bei dem Fahrzeug tiefer als im R8. Deutlich tiefer, deutlich tiefer. Und das heißt natürlich auch für den Corner Speed Wahnsinn. Ja. Für uns war jetzt wichtig, die Edition One mit unserem Thema Individualisierung über Audi Exclusive geben halt, ich sage jetzt immer so, die Kirsche auf dem Kuchen. Ja. Das heißt, du hast ein wunderschönes Fahrzeug. Ja. Und jetzt haben wir für 100 Fahrzeuge speziell noch mal ein paar Refinements gemacht. Über die Außenfarbe haben wir gesprochen, Michi. Daytona-Grau mit schwarzen Elementen, viel Sichtcarbon. Kennst du aus deiner Sammlung bestens, steht dem Auto auch gut. Du siehst die orangenen Akzente, die werden sich durchs Fahrzeug hindurchziehen. Innen bei der Wabensteppung, bei bestimmten Elementen. Außen, das sind Carbidbremsen. Auch da absolute Neuerung. Heißt wirklich Nachhaltigkeit pur. Carbid reduziert auch Bremsstaub. Ist ein brutal hartes Material, heißt also auch nicht nur viel Vortrieb, sondern heißt natürlich auch eine ganz klare Verzögerung. Und wenn du weiterschaust an dem Auto, wir haben natürlich ganz klar schwarze Außenspiegel, diese schwarzen Akzente, die einfach dem Auto nochmal gut zu Gesicht stehen. Du siehst hier auch Sichtcarbon. Stimmt, jetzt sehe ich es erst. Ja klar, das ist auch eine Lichtspiegelung. Das ist ja heftig. Wenn du dem Tageslicht siehst, das ist wirklich geil. Schaut euch das mal an, Leute. Das habe ich noch nie gesehen. Absolut coole Brillanz da unten auch. Aber gibt es das beim normalen RS e-tron GT auch? Ja, gibt aber, es. Aber in der Kombination im Ensemble ist es eben ein Element. Das gibt es auch beim normalen RS e-tron GT. Ja. Aber ich zeige dir nachher mal die wirklichen absoluten Highlights, die es sonst nirgends gibt. Okay.
Hinten haben wir angesprochen, ist natürlich klar, völliger Sichtcarbon-Diffusor, das ist echtes Carbon, ja. Das ganze Element und nicht nur schön, sondern auch funktional, ja. Weil du siehst, keine großen Spoiler, das heißt intelligenter Abtrieb, genau. Und das noch formschön verpackt, das finde ich, das habt ihr einfach so gut gemacht. Wenn ich das jetzt mit dem Taycan vergleiche, Leute, ist meine Meinung, aber ich finde, das Heck vom e-tron GT steht einfach noch mal so viel breiter da und auch das ganze Fahrzeug wirkt, finde ich, eckiger, kantiger. Kommentiert gerne mal drunter, was gefällt euch besser? Hier e-tron GT oder der Porsche Taycan? Für mich ganz klar, deswegen habe ich mich auch für das Auto entschieden. Ne? Vom Design her definitiv der Audi und eben hier Edition One. Es gibt halt einfach nur 100 Stück davon, also es ist extrem limitiert. Sie gibt es und sie gibt es doch nicht mehr, weil sie sind alle vergriffen. Du warst schnell genug. Für mich auch wichtig, ganz ehrlich, am Heck, du kannst den 10-mal auf- und zusperren. Ich kann mich an dieser Lichtsignatur nicht satzen. Es ist Wahnsinn. Es ist immer das Gleiche und egal, wo das Auto auch steht, du erkennst mit der Lichtsignatur sofort die Silhouette von einem vollelektrischen Auto, und natürlich speziell vom RS e-tron GT. Voll. Und vor allem auch beim Diffusor, muss man auch nochmal dazu sagen, normalerweise hast du ja typisch RS-mäßig hier einmal das Endrohr und einmal links die großen. Absolut. Und dir fällt es gar nicht auf, dass das hier fehlt, ja? Weil das so gut gelöst worden ist. Das ist im Endeffekt, ehrlich gesagt, ein bisschen mit ihm vergleichbar. Auch der Urquattro hatte Proportionen, die waren damals mit keinem Serienauto vergleichbar. Ja. Und so ging es uns auch bei dem. Du musst ja sehen, das Auto ist ja wirklich über 4,90 Meter. Also eigentlich ein Riesenauto. Ja, ist ein Schiff, und ja. Trotzdem leichtfüßig. Und wenn du ihn siehst, dann wirkt der wirklich coupé-mäßig. Genau, richtig. Genau. Und du hast trotzdem innen Platz. Also, was wir auch noch festgestellt haben, Marc Lichte ist fast 2 Meter, war natürlich die Prämisse, der Marc muss hinten sitzen können und sich da bequem bewegen können. Also von daher, das ist zum Thema Außen. Aber jetzt wird es echt interessant. Und lass du darfst aber eine Sache, was ich mich gerade gesehen habe, darf man auch nicht vergessen. Ja. Carbondach, ne? Also das ist auch ein Special. CFK-Dach, ungefährdete Masse, an der schwierigsten Stelle, nämlich oben. CFK-Dach bringt ganz locker 7 bis 9 Kilo. Ja, das ist schon heftig. Und natürlich wichtig auch noch formschön. Für uns immer ganz entscheidend ist funktionaler Aspekt, aber das Ganze muss sich im Design einfügen. Ja. Und da kann ich mich auch stundenlang aufhalten. Allein wenn ich die Brillanz von dem Carbon anschaue, das ist einfach mega. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal den Innenraum an. Jetzt wird es echt speziell, weil das gibt es sonst in keinem. Da bin ich echt gespannt, weil ich habe Bilder, es gibt nichts in dem Sinne. Ja, pass auf. Also Big Surprise. Schauen wir mal, für was ich mich hier entschieden habe. Ich hoffe, ich habe die richtige Entscheidung gemacht, Leute. Und ich bin mir absolut sicher, denn das ist es. Boah, heftig. Also aus meiner Sicht wirklich eine geniale Spezi. Wir haben von der Wabensteppung angefangen in Orange über die Beinpads. Ja. Wir haben eine Kontrastnaht am Lenkrad. Diese Steppung setzt sich durchgehend fort. Ich sehe es ja, auch hier die ganzen Nähte, heftig. Alles. Krass. Alles, was du hast. Wir haben es kombiniert. Mit einem matten Carbon an der Dekoreinlage. Alles nachher und in den Hier auch an der Seite sehe ich komplett alles Carbon. Dann sieht man hier wieder schön die Nähte auch hier am Leder entlang. Und dann hier, geil, Edition One. Das ist ein Special Badge. Natürlich, wir machen es immer so, dass wir das kennzeichnen, aber so, dass es subtil ist. So, dass es passt. Wie es RS gebührt, ganz genau. Das heißt, du hast hier das Ding, auch hier natürlich mit, schön mit Dynamika. Also auch einem dynamischen Stoff, den du kennst. Und für uns ist das System so wichtig, weil wir haben natürlich vorne, klar, mit den RS-Sitzen und so weiter, aber das Thema, und das finde ich halt das Wichtige, das zieht sich halt hinten genauso durch. Es geht hinten weiter. Also, wie du siehst, wir haben natürlich diese Wabensteppung, die sich auch durchsetzt. Auch die orangenen Elemente an den hinteren Türen, immer mit dem Badge und immer, wenn du einsteigst, CFK-Einstiegsleiste beleuchtet, also auch nachts. Hammer. Echt gut. Ja. Aber ich glaube, Michi, genügend der Worte, ich habe dir viel erzählt. Weißt du was? Erfahre das Auto einfach selber. Ja, definitiv, definitiv. Also ich kann es wirklich jetzt kaum erwarten, einzusteigen, loszufahren. Und ganz ehrlich, ich freue mich wirklich darauf. Ich freue mich sehr darauf. Ich bin wirklich gespannt, wie meine Erfahrung da so jetzt dieses Jahr wird, hier komplett rein elektrisch zu fahren. Und also Leute, da wird auf jeden Fall einiges noch kommen. Und deswegen, ich würde sagen, ich schieße jetzt halt los. Rolf, cool. Vielen Dank dir. Schön, dass du da warst. Und wie gesagt, viel Spaß, ich bin mir sicher, den hast du. Michi, mach's gut. Also. Sitzt du denn gut? Ich sitze ganz tiefenentspannt. Massagefunktion, Lenkradheizung, brauche ich zwar eigentlich nicht, aber du. Nice,
Du brauchst es ja, ne? Also, ja, ja, klar. Vor allem Massagefunktion ist für dich ganz wichtig, hast du mir ja schon mal gesagt. Ja. Nee, aber jetzt nochmal hier nochmal kurz auf das Auto einzugehen. Also die ganzen Nähte und so weiter bei dieser Edition One, du merkst wirklich diese ganzen kleinen Details, die hier nochmal handangelegt worden sind. Ist schon heftig und das ganze Auftreten von dem Auto ist echt heftig. Aber natürlich wird es jetzt einige von euch geben, die sich jetzt die Frage stellen, ja, aber wieso legst du dir ein Elektroauto zu? Und ich habe das ja im letzten Video schon mal gesagt, ich möchte der Elektromobilität definitiv eine Chance geben, denn es ist nicht nur wichtig für mich, sondern es ist wichtig für euch, für uns alle, egal von jung bis alt, denn von der EU wird es ja mehr oder weniger vorgeschrieben, wir sollten bestenfalls von heute auf morgen alle mit einem Elektroauto rumfahren. Und Stand jetzt würde das niemals funktionieren. Noch so schön man das redet, das würde nicht funktionieren. Und genau deswegen habe ich mir hier dieses Auto geholt und ist für mich, denke ich, so die beste Entscheidung gewesen, was Elektroauto angeht. Denn hier vor allem mit der Edition One, es gibt halt einfach nur 100 Stück. Und diesen Test werde ich jetzt halt über die nächsten Monate oder auch über die nächsten Jahre machen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Wie ist das Ganze von der Nachhaltigkeit damit schon angefangen, was die Produktion angeht, ja? Bis hin zu, wie weit komme ich mit einer Ladung bei Schnellfahren, Langsamfahren? Und genau das werde ich mit euch teilen. Von daher seid da auf jeden Fall gespannt. Da wird dieses Jahr noch einiges kommen. Und ich würde sagen, wir reißen jetzt halt auf. Sollen wir hier wie der Russe einen auf Taycan-Style machen? Schön einmal durch die Scheibe durch, oder? Wäre eine Idee. Und ich glaube, da draußen ist auch ein recht großer Platz. Ich habe gehört, da kann man ganz gute Donuts machen. Das darfst du machen, klar. Ja, aber ich glaube, da lassen wir die Kamera erstmal aus, oder? Von daher, Leute, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch taugt das Auto genauso wie mir. Und dann würde ich sagen, bin ich raus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.